Wir bei German Bionic beschäftigen uns ja intensiv mit der Automatisierung, aber eigentlich mit der menschzentrierten Automatisierung. Industrie 4.0 bei uns auch ein ganz großes Thema. Und was wir so für die Zukunft der Arbeitswelt sehen, ist zum einen schon eine Weiterentwicklung oder auch ein weiterer Vormarsch der Robotik an sich. Es wird, denke ich mir, auch mehr Automatisierung geben, was aber, denke ich, nicht zum Verlust von Arbeitsplätzen führen wird. Also auch nicht bei der normalen Robotik, sondern eher der Sicherung von Arbeitsplätzen. Also so wie früher in der Automobilindustrie das Punktschweißen ersetzt worden ist durch Roboter, die geschweißt haben, arbeiten immer noch 50.000 Menschen in Wolfsburg. Und ich denke mal, so wird es weitergehen. Es wird andere Arbeiten geben. Der Mensch wird entlastet von unangenehmen Arbeiten in Gießereien, in Presswerken, hin zu filigraneren, die Roboter zu programmieren. Aber auch in der Fertigung wird es weiter Tätigkeiten geben, die nur der Mensch machen kann. Die menschliche Flexibilität, die Sensorik des Menschen, die Augen, der Tastsinn, das wird durch einen Roboter, denke ich mal, in unserer Lebzeit auch mit noch so viel künstlicher Intelligenz nicht abbildbar sein. Und deswegen wird der Mensch immer da seinen Platz haben. Und da ist jetzt auch unser Ansatz, dass wir nicht von der Maschine ausgehen, sondern von den Menschen und den Menschen durch Assistenzsysteme unterstützen wollen. Also der Mensch im Zentrum soll verstärkt, unterstützt, gesünder gehalten werden, weil er aus dem industriellen Produktionsprozess eben nicht wegzudenken ist.